Verdammt. Das war eine verdammt schlechte Idee. Ah, ah, danke, Feen. Ah, so lebt sich doch gleich viel besser. Und es ist... Yay, fantastisch, der Burner starb. Alles klar. So heißt er also. Also, ja, irgendwas mit Burner. Ich glaube, sowas in der Art habe ich auch schon mal gesagt. Glaub nicht. Hey, und wieder volle Herzen. Sind hier auch noch Herzen drin? Ja, sind auch noch Herzen drin. So, ich habe ein Glück schon die halbe Energieleiste. Ich hoffe, das reicht so ansatzweise. Ah, nein, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Außer ich könnte jetzt rennen. Doch, das reicht ja locker. Wow, 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 außer ich mache Rache hier überall gegen. Ach, sehr schön, sehr schön. Der wird auch noch sehr hilfreich. Gut, dann porte ich mich zurück. Ruf meinen gefiederten Freund erneut. Und dann geht's auf in den vierten Tempel. Ich habe jetzt keine Lust, noch irgendwas anderes zu machen. Das kann man alles später machen. Wir besuchen jetzt den vierten Tempel. Und dann haben wir den Titanhandschuh und dann können wir uns ganz, ganz viel krasses Zeug holen. Also, wir sehen uns. Noch im selben Part wieder. Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich habe ein Talent dafür. 1:30 zu überziehen. Egal, dann mache ich jetzt den Tempel und dann freuen wir uns alle. Komm doch mal her hier. Meine Güte, sterb doch einfach. Ah, ich glaube, der vierte Endgegner war auch gar nicht so einfach. Mal gucken, vielleicht hole ich mir noch... nein, ach nee, dann muss ich ja erst wieder zur Hexe rennen. Ach, Blödsinn. Mach die noch so. Ich habe mir überlegt, man könnte ja auch jetzt immer drei grüne Tränke bei haben, ja. Und den ganzen Endgegner-Fight einfach unverwundbar bleiben. Und den einfach mit dem Schwert totknüppeln. Das geht ja fast bei allen Endgegnern. Bei vielen zumindest. Na, nicht bei allen, das ist wieder weit hergeholt, aber hey, was soll's? Ach Gott, der vierte Tempel. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich meine, er war cool inszeniert, aber... Ach, ich sollte lieber erstmal im Tempel nachdenken, bevor ich hier noch dumm rumstehe. Wow, nein, keine Bombe! Wow. Dass er auch schon die Bombe im Mund zündet und erstmal ein bisschen wartet und dann die Bombe im letzten Moment ausspuckt, damit die auch gleich hochgeht. Diese fiesen Gemeinbäume. Hey! Ich habe mich lange überlegt, was ich machen muss. Ich weiß noch genau, beim letzten Mal durchspielen. Ach, genau, einfach dran ziehen. Ich habe da alles Mögliche probiert. Ich habe erstmal probiert, davor zu trällern mit der Pfeife, mit der Flöte. Da ist die Karte, glaube ich. Die hole ich mir mal lieber. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal gebrauchen könnte. Bam! In den Rücken. Tut mir leid, mein Freund. Allah wird es dir vergeben, oder wessen Religion du auch immer angehörst. Och, Mann, ich dachte, du rennst ein bisschen schneller los. Oh, jetzt kann ich die Typen ja gar nicht mehr abschießen. Ih, das ist ja eklig. Ach, ich habe mich so gefreut, dass man die Typen so schön abschießen kann. Weil die können ja auch schießen. Hey, hey, hey. Oh, da trifft er mich auch noch. Das fängt ja gut an, das fängt gut an. Ja, ich suche mir gleich mal den großen Schlüssel zusammen. Ich glaube, der muss hier... Ah, nein! Oh Gott, ich bin ein Häschen. Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Oh, was haben wir denn hier? Natürlich den großen Schlüssel. Das ging fix. Okay, da oben haben wir, glaube ich, den Kompass gesehen. Oder waren das plus 20 Rubine? Bäh. Ah, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich könnte eigentlich eine Fee ganz gut gebrauchen, um die Typen hier abzuballern. Ha! Ausgetrickst. Ich war wie Houdini. Hab mich aus dem Hasen wieder zurückverwandelt. Wow, wow, wow. So, kann ich jetzt einfach hier... Ja, schön. Ich kann hier einfach rüber. Ist es der Kompass? Der könnte hilfreich sein. Oh, der Kompass. Dann gucken wir uns doch mal um. Na, so groß scheint er ja gar nicht zu sein. Gut.
Ich gehe mal davon aus, dass der große Schlüssel nur über mir im Raum gebraucht wird. Ich weiß gar nicht, ob ich mir noch einen kleinen Schlüssel zulegen soll. Also hier irgendwo war doch noch ein kleiner Schlüssel versteckt. Oh, Energie! Jetzt, wo ich den Stab habe, kann ich Energie immer gut gebrauchen. Yam, yam, yam. Durch die Tür. Oh, na gut, er hat mich gerade vor der Sackgasse bewahrt. War hier oben nicht noch irgendetwas? Okay, springen und hoch. Puh. Verdammt, ich war mir aber noch, ich bin mir noch ziemlich sicher, dass hier irgendwo in diesen vier großen Räumen hier, in diesem Viereck, irgendwo noch ein Schlüssel versteckt ist. Also ein kleiner. Und ich glaube, den brauche ich auch. Ich weiß nicht genau wo. Oh, das war ein Austausch. Das sah aus. Der eine geht, der andere... Nee, da war da bloß, da war doch bloß hier dieser eine Raum. Da brauche ich den Schlüssel, genau da. Alles klar. Aber wo gab es den? Wo gab es den? Ich glaube hier drüben. Der vierte Tempel ist nicht mehr so... in Erinnerung nicht mehr so meins. Zack! Okay, dann bombe ich das mal hier weg, dann komme ich da... zu zwei Totenschädeln und hoffe, dass da irgendwo ein Schlüssel unter ist. Wobei ich es eher bezweifle. Sonst wäre dieser Bereich hier völlig unnütz. Okay, dann springen wir doch das da auch noch weg. Auch wenn ich weiß, da ist, weiß ich nicht, was da unter ist. Da sind zwei Totenschädel mit nichts. Aber hier sehen wir, wenn wir die Schlüsseltür aufmachen, dann kommen wir in den Raum hier rein. Ah, 10 Rubine. Cool. Die habe ich gebraucht. Bei meinen 500. Ist schon doof, wenn so ein Schlüssel fehlt. Okay. Ach, auch nur 5 Rubine. Ja, das läppert sich auch, aber ich bin jetzt nicht gerade so rubinenscharf. Das! Ah! Found you! Ey! Oh, dich habe ich auch gefunden, ja. Okay. You can't hide forever. Alles klar, da ist es. Da ist es. Yeah. Yeah. Oh, verdammt. Nein. Da waren die 20 Rubine. Ich wusste, in irgendeiner Truhe sind auch 20 Rubine. Das nutze ich, das nutze ich. Na, bist du denn das Wahnsinns-Pad? So machen wir das. Ach, wie gern hätte ich volle Herzanzahl. Ach, die hole ich mir auch noch. Die hole ich mir auch noch. Nein, was war das denn? Oh, Epic Fail. Erstmal prallt der... Komm doch, komm doch. Ah, danke schön. Könnte da ein Schlüssel sein? Hey, den hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen. Also rein theoretisch, ja. Wenn ich aus meiner Perspektive hier ausgehe, aus Linksperspektive, dann hätte ich den auch nicht gesehen. Oh Gott, jetzt muss ich hier noch so einen verdammten Schlüssel suchen. Habe ich doch schon den halben Tempel abgegrast. Toll, der große Schlüssel, kein Problem. An den erinnere ich mich nicht natürlich, aber nicht an den kleinen. Ja, an die kleinen erinnert man sich nicht. Das ist doch dämlich. So, wenn er jetzt hier nicht unter ist, dann... ja, ein Glück habe ich das dann noch nicht ausgesprochen. Weil ich gar nicht gewusst hätte, was ich dann gemacht hätte. Oh ja, oh, oh, oh yeah. Das ist jetzt aber wieder was Feines. Okay. Hier gibt es keinen großen, kleinen Schlüssel zu ergattern. Also muss ich doch nochmal woanders suchen. Oder hat einer von euch den Schlüssel? Hast du den Schlüssel, ja? Gib es zu! Oh, du hast nur eine Bombe. Hast du einen Schlüssel, ja? Hast du einen? Ja. Hast du einen Schlüssel, ja?
Hast du? Dich habe ich auch überall nicht übersehen, ja? Bild dich nicht ein, ich sehe dich nicht. Mein Freund, ich sehe alles. Mann, das kann doch nicht so schwer sein, so einen kleinen verdammten Schlüssel zu finden. So, Wut an dir ausgelassen. Und an dir. Ach, Mist. Dann gucke ich hier unten nochmal, wo es hier schon den großen Schlüssel gab. Ne, den gab es hier nicht. Den gab es noch einen Raum und weiter unten. Also hier gab es den großen Schlüssel. Wenn man darüber geht. Mann! Ah, wow. Ich dachte jetzt gerade echt, ich hätte einen Treffer kassiert. Der springt einfach über meinen Wirbelzwirbel rüber. Mann, das ist jetzt echt traurig. Das ist jetzt echt traurig. Ach, dafür hasse ich den vierten Tempel. Ich hatte ihn schon in Erinnerung, dass der nicht so toll war. Aber was ist das denn? Was ist das denn? Oh nein. Na! Ah, dass der gleich zwei Herzen abzieht. Jetzt muss ich mir erst wieder was zusammensammeln. Mann, ey. Jetzt gehe ich doch mal hier gucken, ob es nicht hier noch irgendwo einen Schlüssel gibt. Oh nein. Ach Mann, Pat, du bist doch ein... Ja, ich muss es erst sehen, damit ich mich wieder erinnere. Ach, ja, wow. Wie viele Minuten waren das jetzt umsonst? Ich habe keine Ahnung, es ist mir auch egal. Das hätte alles gar nicht sein müssen. Wow, er dreht einfach um. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Du entkommst mir nicht. Nicht nach der Farce. Mann. Ey, nein, da war ich schon so weit, alles war perfekt und Pat meint, irgendwo noch einen Schlüssel finden zu müssen. Ja, toll. Oh. Damit hast du mich jetzt zum persönlichen Feind gemacht. Ist ja, ein bisschen kann ich... Nein, Energie. Ja. Ich handle überstürzt, wenn ich ein wenig ausflippe. Na, komm schon. Nach oben wird nichts, oder nee, wenn ich von oben nach unten gehe, dann lande ich, glaube, in einer Sackgasse, also in einer sich selbst schließenden Tür. Okay, jetzt muss ich hier erstmal noch so eine Pseudo-Prinzessin finden. Aber Energie könnte ich mal wieder ein bisschen gebrauchen. Nicht nur ein bisschen. Ich meine, ist gut, weil ich glaube, der Endgegner hier ist leichter mit dem Feuerstab aus dem dritten Tempel, damit es sich auch lohnt, den zu holen. Aber, naja. Nun ja. Ohne Energie kann ich meinen blauen Stab auch nicht einsetzen. Aber warum bewegt ihr euch eigentlich nicht? Na, kommt vielleicht hier. Energie! Yeah! Energie! Was seid ihr eigentlich für hässliche, schreckliche Wesen? Oh nein. Ich habe die nicht so nett in Erinnerung. Die ziehen, glaube ich, 3 oder 2 Herzen ab. Ja. Und sind ganz schön fix, also wenn man da nicht aufpasst. Gerade so eine Eckenkraucher hier kommen ja dann doch mal wieder so unverhofft herangeschossen. Ja, genau so. Und hier oben sind Bomben drin. Oh, Bombis. Ja, damit wir das Ding da aufsprengen können. Der scheint direkt in den Endgegnerraum. Der Strahl hier. Und ich muss, glaube ich, ziemlich weit hinten stehen. Ha, perfekt. Wunderbar. Ast rein. Wo finde ich jetzt das Endgegnerschwein?